schon. Also für uns das größte Projekt überhaupt. Wer weiß, ob wir jemals über sowas Großes bauen können. Wenn eine Orgel produziert oder hergestellt wird, ist es ein Unikat. Das ist einfach nicht wegzudenken aus dem Gottesdienst, zumindest aus unserem katholischen Gottesdienst. Es ist soweit. Die erste Bauphase der neuen Dachauer Orgel ist beendet. Eine ganze LKW-Ladung voll Holz, rund 20 Kubikmeter, haben Orgelbauer Matthias Kaps und sein Team in 4 Wochen verarbeitet. Also hier haben wir jetzt schon mal das Innengestell von der neuen Dachauer Orgel. Es geht ab dem obersten Balken nochmal 2,40 Meter nach oben. Das können wir hier nur nicht aufbauen. Das wird dann in der Kirche ein bisschen spannend, aber nachdem es gut geplant ist, wird es schon funktionieren. Der nächste Schritt ist dann wirklich schon Einbau von Orgeltechnik. Also die Windladen werden jetzt als nächstes hergestellt und dann eingebaut. Sie sind das Herzstück der Orgel, die Windladen. Sie sind dafür verantwortlich, die vom Gebläse kommende Luft auf die einzelnen Orgelpfeifen zu verteilen. Hier ist echte Präzisionsarbeit gefragt. Eine Arbeit, die dem Team die volle Konzentration abfordert. Jede Sekunde zählt. Da müssen wir jetzt dann extrem schnell arbeiten. Weil der Leim hat nur eine offene Zeit von 20 Minuten. Das ist eh schon ein sehr langsamer Leim, dass wir überhaupt eine Chance haben, alles einzustreichen, bevor der anzieht. Das ist jetzt das A und O, dass das eben gleichmäßig ist, weil wenn jetzt da an irgendeiner Stelle kein Leim wäre, dann könnte es sein, dass eine Stelle undicht ist von der Windlade und dass dann vom einen Ton zum anderen die Luft durch könnte. Und dann hat man ein Problem. So, jetzt haben wir hier so Dübel, die vorher gebohrt wurden. Es wird in den ganzen Nuten noch der Leim angegeben, dass die Schiede auch ringsherum eingeleimt sind und festhalten. Ja, wir brauchen ja überall viel Leim, weil es muss ja dicht werden. Das ist das Einzige, was uns das Ganze luftdicht macht. Jetzt schauen, dass es gut an der Mitte der Presse liegt. So, Jakob, raus bitte. Finger weg. Die Presse zieht ganz schön Strom. Also im Prinzip braucht die den gesamten Strom der Werkstatt. Also da haben wir jetzt so 70 Bar eingestellt. So, jetzt sieht man sehr schön, wie es hier von dem Druck den Leim rausdrückt aus der Fuge. Und dann schaltet man die Heizung ein, dass der Leim schneller aushärtet dann. Jetzt sind wir fertig, jetzt kann es dann schnell gehen. Und davor sind wir froh, wenn es kühler ist und länger dauert, dass wir es schaffen. So, das war jetzt so ziemlich der stressigste Teil vom Orgelbau. Genau. Ortswechsel. Die Pfarrei Maria Himmelfahrt in Dachau. 50 Jahre lang wurde hier auf einer Nachkriegsorgel gespielt. Dann wurden die Reparaturen immer häufiger und zu teuer. Die einzige Alternative, eine ganz neue Orgel. 500.000 Euro muss die Pfarrei dafür aufbringen und das nur aus Spenden. Kirchenmusiker Rainer Dietz bringt Seelsorger Pater Klaus auf den neuesten Stand. So sieht unsere neue Orgel aus. Auf der Empore ist alles vorbereitet. Ja. Das heißt, die Größe des Orgelunterbaus bleibt gleich mit dem alten, oder? Es verliert nicht Raum, sondern... Ähnlich. Also es ist eine relativ kleine Empore. Ja. Also die Tiefe ist relativ gering und deshalb hat der Orgelbauer sich entschieden, in die Höhe zu bauen. Oberstes Kriterium war Qualität. Und wir haben jetzt von der Firma Kaps sehr gute Instrumente kennengelernt. Es gibt seit Firmengründung ungefähr 30 Instrumente, die technisch sehr hochwertig und klanglich überzeugend sind und haben uns dann mit bestem Gewissen für die Münchner Firma entschieden. In der Zwischenzeit werden vor der Werkstatt in Eichenau die Rasterbretter bearbeitet. Sie haben die Aufgabe, die hineingestellten Orgelpfeifen zu stützen. Wieder einmal ist Präzisionsarbeit gefragt und das geht hier nur mit Eisen und Feuer. Ich bin Willi Osterhammer, Orgelbaumeister aus Prien. Und ich brenne jetzt die Rasterbretter für die Pfeifen aus. Wenn man jetzt die reinsteckt, dann sieht man, die geht nicht bis unten, die Pfeife. Also wird die Öffnung ausgebrannt.
Da hat man hier eine kleine Esse, wo die Brenneisen erhitzt werden. Und die steckt man dann da in die Bohrungen und werden dann durch das Brennen erweitert. Und dann probiert man einfach, wie es jetzt ausschaut. Und wenn es passt, wird es einfach abgehakt da an der Bohrung. Nachher bleibt es. Und hier, wo jetzt die Folie ist, kommen dann die Stöcke drauf. Und da drin stehen dann die Pfeifen. Entscheidender Bestandteil einer Kirchenorgel, die Pfeifen. Firmengründer Christoph Kaps muss jede einzelne stimmen. Das bedeutet 3 Monate Arbeit für 2600 Orgelpfeifen. Von der kleinen Piccolo bis zur größten mit über 5 Meter Länge. Die Pfeifen selbst kommen aus Portugal. Dort kennt Christoph Kaps einen zuverlässigen und auch günstigen Hersteller. Die Pfeifen kommen aber jetzt roh. Die geben noch keinen Ton von sich. Und das ist jetzt die Aufgabe ab hier. Wir müssen die Pfeifen intonieren, das heißt, wir müssen die richtigen Maßverhältnisse an dem Labium, das ist der Bereich, wo die Pfeife spricht, herstellen. Wir müssen einen richtigen Aufschnitt anbringen, die richtigen Höhe. Jetzt beginnt man mit einem Intoniermesser, die Pfeife zu der Markierung hin aufzuschneiden. Das heißt, es wird hier einfach Material abgetragen, bis man oben ankommt. Es ist noch sehr kratzig. Im Gegensatz zu vorher. Geht noch nicht. Ne? Diese Arbeiten, diese Vorbereitungen machen wir ganz gerne in der Werkstatt, weil man da nicht bessere Lichtverhältnisse, bessere Möglichkeiten hat mit einer sogenannten Intonierlade. Erstmal vorab Pfeifen zu testen, ob sie funktionieren. Die endgültig klangliche Intonation macht man aber dann vor Ort im Kirchenraum. Weil jeder Kirchenraum anders ist, man muss es auf die Gegebenheiten anpassen. Die neue Dachauer Orgel besteht aus rund 15.000 Einzelteilen. Keine leichte Aufgabe, hier die Übersicht zu behalten. Orgelbauer Matthias Kaps hat deshalb eine 3D-Software angeschafft und sich das Programm einfach selbst beigebracht. Also das ist jetzt mal die Zeichnung von der ganzen Orgel. Da haben wir jetzt hier so Notenschränke zum Beispiel für den Organisten. Und die kann man jetzt hier sogar ausprobieren, wie dieser Schrank funktioniert. Was hier eben sehr schön ist in dem Programm, ich kann viele Sachen tabellengesteuert zeichnen, zum Beispiel die Pfeifen, da habe ich genau eine von jedem Typ gezeichnet und die ganzen kleiner werdenden Pfeifen, die kommen mir dann aus einer Tabelle. Dadurch kann ich eben sehr schnell sehr viele Pfeifen zeichnen. Wir haben dann hier zum Beispiel, das wäre jetzt die eine Windlade vom Schwellwerk. Das ist jetzt die Draufsicht und die Pfeifen sind aber komplett in 3D angelegt, dass ich auch sehe, wie lang sie sind, ob sie dann reinpassen. Ich war 6 Jahre alt, als mein Vater die Firma gegründet hat und im Prinzip seitdem ja auch immer, soweit es halt ging, dabei. Also ich habe auch mit 14, 15 schon allein Orgeln gestimmt und so, also das war einfach reingewachsen. Orgelbau ist ein Ausbildungsberuf, ja, mit 3,5 Jahren Lehrzeit. Und ja, ich habe vorher noch den Schreiner gelernt, auch noch mal 3 Jahre. Und ja, da nimmt man einiges mit. Begeisterung für das Instrument an sich, also das muss auf jeden Fall da sein. Und natürlich Interesse an der Vielseitigkeit von dem Beruf, weil man hat ja mit so vielen verschiedenen Materialien zu tun. Und ja, was auch noch wichtig ist, man muss auch mal frieren können. Wenn man in der Kirche arbeitet, ist es schon oft richtig kalt. Also wenn einem das nicht passt, dann muss man es sein lassen. Es ist soweit. 2 Jahre nach Projektbeginn sind alle Bauteile angefertigt. Jetzt müssen sie in die Dachauer Kirche transportiert werden. Dazu hat Matthias Kaps das Team verdoppelt. 3 LKW-Ladungen sind nötig, um alle Teile in die Kirche zu bringen. Den Einbau der Orgel hat Matthias Kaps minutiös geplant. In 2 Tagen soll das Gerüst stehen. Über 200 Einzelteile müssen zusammengefügt werden. Ja, also der meiste Plan ist im Computer, der zweitmeiste bei mir im Kopf. Und ein paar Details haben wir halt ausgedruckt, haben wir jetzt aber eigentlich wenig dabei, weil es war ja das meiste schon zusammen.
Und wenn man sich anderthalb Jahre mit so einem Projekt beschäftigt, da weiß man eigentlich fast jedes Teil auswendig. Genau. Also wie Lego, das macht halt Spaß, gell? Es ist ja auch irgendwie so ein kleines Baby, was mein Mann da so jetzt entworfen hat und was entsteht. Und das ist schon, man fiebert auch mit, klar. Wir waren alle, also jede Woche einmal in der Werkstatt, haben uns das angeschaut. Und ist schon toll, wenn man dann sieht, so Kleinigkeiten, die entstehen. Erst das Gehäuse und dann der Spieltisch kommt und immer mehr wird es zu einer großen Orgel. Jetzt aber wird es erst einmal richtig schwierig. Der Spieltisch, 300 Kilogramm teure und aufwendige Technik, muss auf die Empore gehoben werden. Kannst du hier oben ein bisschen mit Hieklangern führen? Ist da mal irgendwer drum? 2 mal ein bisschen hin wieder, oder? Ein bisschen näher. Gut. Jetzt genau das mit dem depperten Seil. Wir müssen jetzt vorne gewaltig anheben. So, und jetzt runterkurbeln. Ja, weil da ist der Stoß da. Jetzt habt ihr es hinten gescheit abgespannt. Das schaut so windig aus irgendwie. Achtung, gleich ist draußen. Okay. Hier ist weg. Gleich zwischen die. Genau. Gut. Der steht. Schlaflose Nächte waren es, aber es hat Gott sei Dank so geklappt wie geplant. Alle Kräne haben gehalten, alle Lifte. Es rentiert sich gute Vorplanung, weil da, wo ich früher gelernt habe, da hat man sowas immer in Heruck-Aktionen gemacht und da hat man oft was zweimal gemacht, weil es dann schief gegangen ist oder was wieder runtergefallen ist in die Kirche oder so. Und das kann man ja vermeiden. Ne? Die erste Etage des Orgelgerüstes steht. Jetzt wird das Herzstück der Orgel eingebaut, die Windladen. Tun wir jetzt im Prinzip so, wie es ist, flächig mal da oben auflegen. Das ist jetzt die Windlade vom Schwellwerk, die erste. Ja, die müssen wirklich genau auf dem Millimeter sitzen. Da haben wir auch in der Werkstatt so übel gemacht als Position. Die müssen wieder dahin, wo sie waren, weil sonst stimmt der ganze Rest nicht mehr. Jetzt soll ich sagen, wir heben jetzt da an und ihr nehmt es da vorne, vorderhalb von den Balken sozusagen vom Gewicht her in Empfang. Oder das klangt halt gleich ein bisschen mit hier. Und so, nach vorne kippen. Da auf den Kanal kann man es ruhig auflegen, da passiert nichts. Nur ein bisschen vor. Genau, dann drehen wir es dann auf. Jetzt legen wir es rein. Jetzt sind wir schon zweit drin. So. Genau, und jetzt muss im Prinzip vorne mit den Klötz da anstehen. Da müssen wir dann halt jetzt genau in die Dübel reintreffen. Jeder Handgriff sitzt. Das Team von Matthias Kaps ist perfekt eingespielt. Das ist das Wichtigste, dass das einfach funktioniert. Nein, man kann bloß zusammenarbeiten. Weil es gibt nämlich schon Orgelbau, das ist ja oft eine künstlerische Einstellung. Oft gibt es da auch die Eltern. Die haben eine eigene Richtung. Gibt schon Orgelbau, das sind schon. Aber so, die sind top drauf. Total gut zusammenarbeiten. Aber das ist, weil die einfach auch das genau wissen. Und gerade der Matthias, der hat sich auch gelernt vom Schreinerischen her. Und das ist einfach, das ist schon top. Ich bin schon früh mit den Leuten. Im Laufe der Woche werden wir den Außenteil vom Gehäuse noch fertig bauen. Den konnten wir in der Werkstatt nicht machen wegen der fehlenden Raumhöhe. Und dann werden wir außen die großen Basspfeifen schon mal festmachen. Und dann geht es mit viel Feinmechanik, Trakturen, Wind und so. Die Sachen bauen wir dann alle ein. Zeitplan passt. Also wir müssen bis Ende Juli technisch fertig sein. August, September Intonation, Oktober Reserve und Ende Oktober ist die Einweihung. Da kommt der Bischof, da muss fertig sein. 8 Wochen später, das Orgelgehäuse steht, die gesamte Technik ist eingebaut. Ebenso die rund 2500 Pfeifen im Innern der Orgel. Jetzt fehlt nur noch eines, die sogenannten Prospektpfeifen. Sie geben der neuen Orgel ihr charakteristisches Aussehen. Die Pfeifen sind halt sehr empfindlich. Man darf sie im Prinzip mit den Händen gar nicht berühren. Darum sind die in Folie und wir haben Schutzhandschuhe an. Weil kleinste Berührung macht sofort einen Fleck auf der Oberfläche. Also es frisst sich richtig rein. Das kommt auch teilweise dann erst später wieder zum Vorschein. Also man darf die gar nicht berühren. Man darf nirgendwo hinstoßen, weil sie sofort verbogen sind, dieses Material. Also dieses Zinn ist sehr weich. Das Pfeifenende auf meiner Höhe ist, fährst ein bisschen rein, dass ich die Folie noch wegmachen kann. Eins, zwei, drei. Langsam ab. Jawohl. So, bitte festhalten.
Ich werde jetzt hoffentlich die nächsten 100 Jahre keiner mehr raus da. Gut. Die größte Pfeife vorne im Prospekt, das ist auch die schwerste, die wiegt knapp 85 Kilo. Die ganze Orgel, da sind wir bei fast 10 Tonnen. Stellen wir es rein vorne. Das sind jetzt die kleinen Pfeifen, die sind nur noch ungefähr 3 Meter lang. Da muss man natürlich auch genau positionieren, also auch von der Drehung her, dass das genau gerade ist in der Flucht, weil es auch blöd ausschaut, wenn eine Pfeife ein bisschen verdreht drin steht. Und ja, das, man muss halt jetzt sehr genau arbeiten, weil also dieser Prospekt wirkt nur, wenn er präzise gemacht ist. Sonntag, 25. Oktober. Der Münchner Weihbischof Bernhard Hasselberger segnet die neue Orgel. Dann erklingt das Instrument zum ersten Mal bei vollbesetzter Kirche. Was so eine Orgel hergibt, was da alles drinsteckt und wie vielfältig das ist. Also, ich glaube, der Gemeinde gefällt es und mir hat es auch sehr gefallen. Ja. Ja, wunderschön ist er und einen satten Klang hat er. Also, das imponiert richtig. Sehr zufrieden, es war auch spannend mit voller Kirche, weil ich kannte nur die alte Orgel mit voller Kirche, die war da wesentlich zu schwach und sie trägt sehr gut durch. Super, super ist sie geworden. Ich finde also, wie ich so die Entwürfe gesehen habe, war ich nicht so begeistert. Aber ich finde sie sehr schön und akustisch auch toll. Es ist ein wunderschönes Instrument, es fügt sich wunderbar in unsere Kirche ein und wir haben es heute gehört. Es ist ein fantastischer Klang. Das war schon eine Herausforderung und wir haben es gemeistert. Bin ich schon stolz.